Ja, ist das die Erneuerung der Wolchow? Ist hier jetzt der Knoten geplatzt und es gibt endlich mal wieder was zu fangen am Wolchow? Das wird auch mal wieder Zeit, dass hier ein bisschen was geht. Oder vielleicht auch nicht. So eine olle Karausche mit 193 Gramm oder was? Wir wollen hier Güster. Und Güster und Güster und Güster wurden hier doch ganz gut gefangen. Doch die Frage ist, kriegt man das einfach so easy hin? Ich stehe jetzt hier so seit 10 Minuten. Wir gucken gleich mal in den Kescher rein. Die ersten paar Güster sind tatsächlich schon drin. Es sind auch schon Güster reingegangen mit einem ganz guten Gewicht. Und man bekommt von allen Ecken und Kanten gesagt, Alden, teste doch mal Wolchow Güster. Naja, also die Abend- bzw. die Morgenstunden gerade, die waren schon ganz okay. Beziehungsweise auch knapp die Mittagszeit. Ne? Wir haben jetzt hier 8 Minuten jetzt hier gerade erst an dem Spot. 19 Uhr in-game. Und ja, also Güster sind da. Aber so richtig Hotspot, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob da noch ein bisschen was geht. Ich ziehe jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen raus und dann gucken wir mal, was jetzt hier in den Abendstunden noch so reinrasselt. Also tatsächlich gerade noch etwas schwer einzuschätzen. Es gehen zwar Güster rein, aber es ist auch einiges an Beifang mit dabei. Vielleicht muss man das Ganze hier vielleicht noch mal deutlich anders betrachten oder länger testen und dann geht hier vielleicht auf Dauer was. Ich habe mich gerade noch mal ein bisschen umgestellt, das heißt, ich bin noch mal ein bisschen näher an die Vorderkant, hier vorne eher hin. Gerade eben stand ich hier so. Also bin jetzt noch mal näher hier dran. 122, 13 sind die Koordinaten. Der Fisch ist wieder abgehauen. Und dann eben noch mal raus. Wo sind wir denn hier auf der Map? Also, hier ganz unten. Da unten in der Ecke. Da, wo quasi, wo man die Map schon fast nicht mehr sieht. Da, wo Bielefeld ist, sein soll. Also da in der Area, da unten bin ich und dann das Ganze hier rausgeworfen. Auf 21 Meter soll das hier gehen. Also 21 Meter raus und ich glaube, das hier ist ein richtig gutes Beispiel für ein passendes Setup. Also vom PVA bis hin zu den Boilies, zum Haken, zum gesamten Setup sollte das doch ganz gut passen. Ob man jetzt hier mit den Winkelpickern steht, mit kleinen Fiederrouten. Ich meine, jetzt ist eine Güster mit 800 Gramm Trophy-Gewicht. Da muss man nicht großartig und schwer reingehen. Was allerdings auch schon reingegangen ist, waren etwas größere Aalande. Nicht schlecht, nehme ich gerne mit. Aber die machen dann halt auch ein bisschen Stress. Ne? Bei 2 Kilo Aaland haut das Ding schon mal ganz gut ab. So, aber wie das jetzt hier aufgebaut ist, ist halt mit der klassischen Haarmontage trotz allem relativ klein noch. Klassische Haarmontage. Hat man ziemlich früh frei im Game, könnte man tatsächlich mit Level 20 auch schon frei haben. Also wenn man hier mit Level 20 das testen möchte, durchaus eine Option. 9 Kilo Leadcore. Leadcore, wichtig, so ein Bleikern heißt es ja. Das lässt schön die Schnur so ein bisschen unten auf dem Boden runtersinken. Dann haben wir hier ein kleines Blei noch mit dabei. Könnte man vielleicht sogar noch ein bisschen schwerer reingehen, dass das dann vielleicht auch ein bisschen schneller absinkt und so. Und bei der Strömung, wir haben hier ziemliche Strömung am Wolchow, dass wir da vielleicht noch so ein bisschen, ja, bisschen stabiler sind am Spot. Und dann bin ich hier auch nochmal relativ klein reingegangen und zwar mit Vorfachsmaterial, Karpfenvorfachsmaterial, geflochten natürlich, 6,4 Kilo. Durchaus eine Option, das Ganze auch nochmal zu testen mit Fluorocarbon. Why not? Wäre vielleicht nochmal eine Option. Achterhaken, ganz klassisch, wenn man da auch ein bisschen mehr auf Frequenz aus ist. Wenn man so ein bisschen eher auf die Trophys aus ist und wenn man vielleicht versucht, ja, vielleicht doch eher nur die Großen und die Kleinen alle vielleicht. Vielleicht beißen die auch gar nicht richtig dran. Vielleicht doch eher dann mit einem Sechser. Und dann hier dann natürlich Creme Brûlée, Achter und Karamell. Creme Brûlée, ein bisschen schwierig zu suchen hier mit den Sonderzeichen. In der Suche im Shop, aber ihr werdet das schon finden
und alles unter sinkenden Boilies. Und ja, Sahne rein und dann eine Futtermische. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Zack, und da haben wir auch schon bis auf dem Setup hier. Gucken wir mal, was reingeht. Und ich glaube, auf der Mitte auch. Und ich glaube, links auch. Also, es geht jetzt hier gerade in den Abendstunden wieder schön los. Nächste Güster 600 Gramm. Ja, das passt. Davon noch ein paar mehr. Dann ist das gar nicht so schlecht. Also, direkt wieder raus hier. Und weiter geht's. Das Setup hier gerade ein bisschen anders zusammengebaut. Gucken wir auch gleich nochmal eben rein. Das ist jetzt das Setup, was so ein bisschen größer ist. 500 Gramm Güster. Also mit 6er Haken. Und dann hier mit Sahne auch nochmal dran. Und das andere, das dritte, haben wir hier mit Milchcreme dran. Direkt nochmal wieder raus. Na guck, können wir auch nochmal ein bisschen höher gehen von der Bremse. Das sieht auch gut aus. Vielleicht ist die Güster dann doch nochmal ein bisschen aktiver. Abendstunden, Morgenstunden. Na, 774. Die sah auch schon richtig schön groß aus. Auch hier nochmal 6er Haken. Und hier mit Milchcreme in Kombination. Und ja, das ist doch schon mal nicht so schlecht. Zack, also direkt wieder raus damit. Als Ziel, was ich so ungefähr anpeile, ist es da vorne der größte Baum direkt gegenüber oder dieser Turm hier, ne? Einfach so in eine Richtung, dass man dann quasi immer den gleichen Spot anwirft. Und dann lübt das. Na guck, hier der nächste Brocken. Wenn das eine Güster ist, das wäre es doch schon fast. Auf dem 6er Haken hier schon wieder. Also wieder deutlich größer. Oh, 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 oh. Ja! Geplant und umgesetzt. Also es scheint doch zu gehen. Doch nochmal ein bisschen übertrieben, so wie das soll. Die große, feiste Güster mit dem richtig großen Buckel. Nice. Kann man doch machen. Schön gezielt auf Güster und die werden noch größer. Die werden noch größer. Also weiter probieren, vielleicht dann doch noch in den Abendstunden was oder dann vielleicht doch erst in den Morgenstunden. Wäre doch nicht so schlecht, wenn da was reingeht. Also das auf jeden Fall hier weiter testen. Das sieht auch schon mal gar nicht so schlecht aus. Anfangs ja ein bisschen Theater gehabt, wenn wir jetzt nochmal reingucken. Also es ging ungefähr in der Mittagszeit, war es gar nicht so schlecht, ging los. Und dann auf einmal hier, ihr habt es gesehen, der erste Fisch, Karausche, Giebel, Giebel, Giebel. Katastrophe. Aber trotz allem konstant, also man sieht es ja auch an den Minutenabständen, konstant Fisch, das ist schon mal nicht schlecht. Ja, und jetzt bis zur Trophy, kann man machen. Kann man machen, kann man sich mal gönnen, die Güster Trophy. Der Chris MD, der hatte das getestet und hatte das auch im Discord geteilt. Also kann man sagen, jawohl, schmeckt der Spot, kann man also ausprobieren. Ich glaube, da gibt es schon verschiedene Beiträge auch in verschiedenen Foren oder Discords dazu, zu der Stelle. Da geht bestimmt ein bisschen was. Also einfach mal ausprobieren, ob bei euch auch das Glück reinschlägt und die Trophy hinterher ballert. Gucken wir mal direkt hier auf die nächste. Nee, das ist auch eher ein bisschen was Kleines. Achso, Futtermische müssen wir noch reingucken. Futtermische müssen wir uns noch angucken. Übrigens, Link zum Discord ist direkt unterm Video. Falls ihr da noch nicht drin seid, über 6000 aktive User, die da immer wieder was posten, lohnt sich auf jeden Fall. Details. Futtermische. Perlgraube. Da muss ich sagen, da habe ich es ein bisschen umgestellt. Futtermische im Discord war mit zwei verschiedenen Sahne. Ich habe jetzt hier zweimal süße Sahne, zweimal Mistwurm genommen. Und im Discord war der drinne zweimal süße Sahne und einmal Normalsahne. Ja, kann man bestimmt auch machen. Aber gerade dieses Wurmige passt eben auch immer sehr gut für die Güster. Von daher jetzt einfach hier mit Perlgraupe, süße Sahne, Mistwurm, Mistwurm. Und dann Sahne als Soße und raus damit. Kann man das Ganze überfüttern? Ja, deswegen muss man vielleicht ein bisschen Pause machen beim Güsterangeln. Also mit dem Anfüttern ein bisschen Pause machen. Vielleicht so 10 bis 20 Mal auswerfen. Und dann reicht es aber auch irgendwann. Nicht, dass man es komplett überfüttert. Alter, voll der Schuppenkarpfen hier ist aber auch selten. Also, ihr Lümmels, ran an dem Spot. Damit kann man auch gut Cash machen.
Also das lohnt sich, wenn da noch ein paar dicke Brocken reingehen, ein paar schöne Güstern, dann kommen da auch ordentlich Silberbrocken bei rum. Gönnt euch den Spot, testet es einfach mal. Dankeschön fürs Teilen im Discord. Und ich würde sagen, Petri Ümmel, ihr Lümmels, zieht raus die Brocken. Und wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Im Livestream montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr live auf YouTube und live auf Twitch. Wo ihr zuschaut, shit egal. Hauptsache ihr schaut zu. Bis dahin, Petri.